messages in your inbox, operator. They are not as encrypted as they should be. Und damit willkommen zu Warframe, The War Within. Nach einem Jahr, vor allem nach einem Jahr, ne? Snack and Dream ist jetzt ein Jahr her. Ich komme damit immer noch nicht klar. Ich habe jetzt hier ein bisschen mehr erwartet, aber die Quest ist jetzt noch nicht mal 24 Stunden raus. Ich habe bisher alle Spoiler vermieden. Ich habe aber auch nur Gutes gehört. Hoffen wir, dass das auch stimmt. Lass mich nochmal kurz gucken, ob alle Sachen in Ordnung sind. Das sieht gut aus. Ja, ist gut alles, ich weiß. So, wir gehen sicherheitshalber auf Solo. Ja, bitte den Codex. Oh, das ist schon mal gut, dass das direkt. Tenno, your codex has been updated with a new quest. Ja, ist ja gut. Oh Gott, gibt es Cinematic? I'm afraid, sister. Your continuity grows in here. Hush, worm. Let the beasts do their work. But the dreamers have awakened. They will come for us. Yes, they will. Like the answer to a prayer. Okay, so viel haben wir schon in Death Streams mal gezeigt bekommen. Das waren die Twin Queens. Auch wenn die irgendwie sich nicht so ähnlich sehen. Tenno, are you alright? Your somatics output seems high. I just nodded off. It's nothing. Good. Deploy a warframe to Lua. My sentries have gone silent. We may have an intrusion. On it. Ah, oh, sogar mal ein bisschen Dialog zwischen Operator und Lotus. Das hatten wir im letzten Jahr ja nicht wirklich. Also, falls ihr gerade das Ding nur einmal gesehen habt, dann habe ich daran gedacht, es zu schneiden und alles anzupassen, damit das nicht. Damit wir halt nicht die Preview zweimal haben. Oh, wir gehen ins Reservoir zurück. Oh, ich bin mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Letztes Mal, als wir da waren, mussten wir vor. Das waren keine richtigen Infizierten, das waren ja so Schattenkreaturen fliehen. Na, ich dachte schon, es jetzt stürzt jetzt ab, aber zum Glück nicht. It was here Margulis put you into the dream, tried to heal you. Tried to give you the strength to tame the void within you. In a way, this is where you, where all Tenno, were born. But we weren't born here, were we? No. When the Zeremin was found adrift, the Orokin did everything they could to erase their mistakes. Transit recordings, personnel logs, everything was wiped out. The only thing they kept was you. I'm detecting an unknown signature further ahead. Find out who it is and what they're doing. Zeremin? Das Schiff ist doch Zeremin. Zeremin 10-0. Das war doch der große Plotpunkt. Ne, weil 10-0, Tenno. Und vor allem müsste das eigentlich Rebecca ja direkt aufgefallen sein. Jedenfalls würde ich das von ihr erwarten. Mir gefällt nicht, wie leer das hier ist, aber. I just saw the intruder moving fast. I think it's Teshin. Teshin? What is he doing here? It looks like he's heading to a reservoir. Follow him. Teshin? Ich habe überhaupt nichts gesehen. Für mich sah das eher aus wie ein Warframe, irgendein Ash oder so. This doesn't concern you, child. Es ist das Reservoir. What are you doing here? Es ist das fucking Reservoir. Natürlich ist das meine Zuständigkeit.
was that? The Queens. Queens? The Grenier Queens? Tell me what? I am warning you. You think you're safe behind this metal, but you're not. Not in the ways that matter here. Behind this, you're still just a child. Stop saying that! Follow me again, Tenno, and you will answer to my sword. Hilfe! Kann ich ihn? I thought the Queens were just an invention of Grenier Command. No one has ever seen them in the flesh. I have a feeling Teshin has. Can you track him? Not with Spectre's masking him, but Tenno, we don't know anything about the Queens. Ja, lass mich scannen, verdammt! Ich will scannen! Teshin is not going to tell me what I can and cannot do. I'll take out his Spectre so you can track him. Wenn das geht. So, er ist nicht mein Vater, ja? Okay. Okay, er ist eigentlich mehr oder weniger Space Dad, aber trotzdem. Aber er ist schon ziemlich badass, so wie schnell er einfach gerade war. Hallo? I have a lock on his route. Exfiltrate when you're ready. Variiert so ein bisschen im Moment zwischen 30 und 60. Another job well executed. Aber ich frage mich jetzt wirklich, was Teshin ist. Weil, soviel ich weiß, ist er kein Tenno. Aber er. Naja, wirklich ein Orokin ist er auch nicht, weil die Orokin waren nur die Herrscherkaste. Der Rest war halt mehr oder weniger halt Menschen. Aber zum Teil halt mega modifiziert, also frag mich, was er war. Teshin is trying to mask his location from us, but I have pinpointed a suspicious signal for you to investigate. Find him. We need answers. Aber bitte, mach ich doch. Wobei bisher schien mir die Lotus ja an die Twin Fiends geglaubt zu haben, oder zumindest hat sie mal. Wobei. Ist das aktuell? Früher hieß es halt, meine Fresse, früher hieß es halt, dass Kayla, dass die von den Twin Queens direkt geschaffen wurde. Und ich glaube, das ist auch für... Why hasn't he reached out to us? If he's pursuing the Queens, we can help. Pride or shame, he does seem to have some connection to them. Stay on the trail. Finding the Queens could give us a tactical advantage against the Grenier. Understood. Ja, und Sprague und Vancratel, also die beiden aus den Sabotagemissionen, die sind, glaube ich, ja auch Produkte der Queen, der Queens, mehr oder weniger. Das sind ja zwei. It's another one of his specters. He's trying to shake us off the trail. Capture that specter. We can use it to find the real Teshin. Ich will auch einen Teshin Specter haben. What? What? Der benutzt Warframe-Fähigkeiten. Das war Ice Wave. Wieso kann er das? Das Ding ist, wir haben ja nicht so viel von Teshins Fähigkeiten bisher gesehen.
Der steht ja immer nur in seiner Conclave da rum mit seinen zwei Nikanas, die alle haben wollen. Und erzählt uns was über das Oro. Mission complete. Excellent work, Tenno. Teshin Spectre points to what should be an unpopulated asteroid field, but deep scans show the presence of a security matrix. Someone is trying to hide something. I need you to find out what. Prepare your Arcwing. Alles klar. Was hab ich für einen Arcwing-Moment ausgerüstet? Das müsste ich mal gerade nachgucken. Sollte vielleicht nicht den falschen nehmen. Arcwing. Der Amesha ist, glaube ich, ich würde behaupten, der ist eine gute Wahl. Mit dem kann man praktisch ja nicht sterben. Wobei ich das jetzt wahrscheinlich versaut habe und nicht mit diesem Ding sterben werde. Jetzt frage ich mich, hat Teshin einen Arcwing? Hat er seinen eigenen? Dürfen wir ihn verfolgen? Mit dem Arcwing rennen? Something is hiding in this asteroid field, but before you can investigate, you need to disable the security matrix. Bordis, are you certain this is the best angle of approach? Well, outside this corridor lie burst scanners, severe radiation, proximity mines, Rainier death beams. So, yes, Bordis recommends staying within the shipping corridor. Okay, also meine Fähigkeiten sind gerade deaktiviert. Ich glaube auch, das geht auch für den Nachbrenner. Watch that transport ahead. The scanner is only able to scan one side at a time. You can use that to your advantage. Okay, das. Keep the transport between yourself and the beams. Do not let them touch you. Habe ich nicht vor. Die kommen von unten, das heißt, ich muss über dem Ding bleiben. So, an die Seite. Oh, das gefällt mir nicht. Ja, ich wechsle ja schon die Seite. Komm. Wobei, ich kann doch einfach da drunter. Nee, das sieht aus. Nee. Da komme ich nicht durch. Das ist auch wieder so eins, so von wegen. Da haben sie wieder Sicherheit gespart. Wenn man so leicht dran vorbeikommt. Ja, ich will, dass es so bleibt. Sehr gut. Kommt jetzt das Ding erst hinterher. Da ist es. Ich komme auf die Seite. So, also jetzt will ich Arcwing Spionage irgendwie haben. Also muss was ähnliches oder sowas. Aua! Ja, und ich hänge in dem Schiff fest. Komm schon. Aber toll, dass sie die Fähigkeiten deaktiviert haben, damit man nicht mit Itza nicht einfach vorbeiblinkt. Oh, das fand das smooth. Oh, ernsthaft? Nice. Das Ding verbrennt mich. This checkpoint is the central hub of the security matrix.
shut it down so Ordis can fly you in undetected. What the fuck? Ist das, weil ich gerade im Arkwing war, oder haben die was mit... Nee, das war doch vorhin auch nicht so. Das muss am Arkwing liegen. They're coming for you. Don't let them abort the shutdown. Ja, keine Sorge, das werden die schon nicht. Kuva Lancer, das sind also neue Grenier. So, das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Und. Ach so, ja, man muss da jetzt gedrückt halten. Verstehe ich nicht ganz warum. Also ich hatte erst gesagt, als ich das Change noch gelesen habe, dass man einfach gedrückt halten muss. Und solange man gedrückt hält, läuft die Fähigkeit und danach wird sie direkt deaktiviert. Aber hier muss man zum Aktivieren gedrückt halten und zum Deaktivieren gedrückt halten. Und da verstehe ich irgendwie gerade den Sinn nicht von. Also dieses Tarnfeld hier. So, das wäre cool für ein Augment, wenn den Verbündete in der Nähe von Loki dann halt auch unsichtbar wären. Aber ich meine, so ein Augment wäre vielleicht sogar noch nützlich. Naja, eigentlich nicht, weil die Leute wahrscheinlich dann in 5 Meter von dir bleiben müssen, aber trotzdem. Stattdessen haben wir immerhin Hushed Invisibility bekommen. Hattet der gerade eine Dragoon? Good, but we can't take any chances. Silence the remaining Grenier. Ja, okay, das können wir tun. Wop. Hier ist noch einer. Okay, also ich muss dazu sagen, Warframe hat ein paar Grafik-Upgrades bekommen, die aber, meine ich, nicht die Anforderungen so sehr erhöhen sollen. Aber dazu kommt halt, ich nehme es mit Fraps auf, ich nehme noch, habe noch gleichzeitig OBS am Laufen, ich habe noch ein Programm laufen, das halt meine Webcam aufnimmt, damit ich die Kamera auch in die Aufnahme packen kann am Ende. Wo muss ich jetzt hin? Hä? Hier? Ah. Are you seeing this? Are those Fomorian engines mounted on an asteroid? No wonder we've never been able to find it. It's always moving. Excellent. We need to analyze the intel we gathered before our multiplayer. Negative. I'm heading in for a closer look. Ja, bitte. If the base moves again, we'll lose this opportunity. I'm going in. Okay, die Stelle haben sie auch auf PAX Australia gezeigt. Ah, das Ding ist echt groß. Das sind, glaube ich, sogar mehrere Asteroiden, die noch da dran gepappt wurden. What? Das war nice. Wieso können wir das immer noch nicht in normalen Missionen haben? So, ich gehe mal davon aus, dass diese Scanner durch meine Tarnung sehen können. Lotus, are you receiving me? War gerade eine Mine? Okay, der bringt uns nicht so mega viel. Hallo. Oh, ich dachte schon... Okay, das hat nicht lange gedauert.
What? Ups, Hilfe. Nichts da. So, die Framerate hilft jetzt gerade nicht. Was ist da unten? Das gefällt mir nicht. Das Ding muss sowas von weg. Was ist das? Imperial. Oh, das ist auch noch eine besondere Rampart. Das Ding ist Imperial. Nichts da vorne. Remember, Loki, this is a sneaking mission. Die muss ich jetzt suchen, oder? Das sind dann vielleicht Imperial, auch Imperial Kisten, oder wie die jetzt? Gott. Ich kann's gerade nicht lesen. Da steht gar kein Name. Hier. Der letzte, da oben irgendwo. Wow. Okay, die Scanner können mich hier nicht sehen. Und du stirbst. Du auch. Das nehme ich mit. Wow. Das war knapp. So, dass ich mal ein bisschen Energie bekomme. Aua! So, mal Zeit auf... Die habe ich sowieso entdeckt, also kann ich auch auf die Exilator gehen. Something's tampering with the transference stream. I'm going to locate the source. Was ist das hier? Ich kann leider kein Grenier lesen, aber... Was? I know this place. Thank you.
Teshin, Dax. You're with them. I have come as you commanded, my queens. And this is your offering? My sister needs the orphan child, not its infested puppet. The child? For what purpose? To eat it, of course. Hashworm, do not question your lords, Teshin Dax. Bring me the orphan. Bring me my Enough! How rude! Oh, it's not their fault, worm. Mummy and Daddy weren't around long enough to teach them any manners. We will have to. Ortis? What is this? Transference surge, operator. You're losing your Warframe connection. You have some idea that you're invincible, don't you? Nestled away in that mad Cephalon's crib. But you belong to me now. For you see, child, we can see how these ugly metal cysts. Operator, cut the link! I can't. We gave you your precious gifts. And now, just as easily, we take them all away. Cut the link! Transference overload in 5, 4, 3. Great job, Ordis. Ship Cephalon? More like ship Failbot. When the operator needed you most, Ordis, you... enough! Operator? My stars! Don't do that to me! I am sorry. I do not know what happened. Please, command me to self-destruct. Let me start it for you. Commencing self-destruct in 5, 4, 3, Stop. 2... What? What's with the music? Isn't it great? I can lead you through some breathing exercises. Just turn it off. Get the transference power back on, okay? I lost my Warframe. I've been trying. You may need to do your, Tenno thing again. Re-energize it. You know, with your void stuff. Oh Gott, ich heiße wirklich wie mein Accountnamen. Aber das ergibt gerade alles einen Sinn, weil das Gedicht, also ich weiß nicht, ob das Gedicht die einzige Quelle ist, aber bisher ging eigentlich, wurde ich davon ausgegangen, dass die Twin Queens Orokin sind, beziehungsweise das Verhalten von ihnen direkt abstammen. Und in dem Fall wäre Teshin ihnen natürlich treu. I can't. It's gone. What? Gone? Are you sure? How will you command the Warframes if you're... Conditions satisfied. Engaging purge preset. Ordis? Purge? Purge what? Ordis, what the hell? You no longer possess transference. You what? No longer command the Warframes. You no longer are the operator. You must be purged from this vessel.
Hilfe, Wurm! Nun, Operator, I'm sorry to inconvenience you, but I'm going to decompress the ship. Operator, Otis cannot keep missing like this. Get out of here, before I purge you. What? Ich komme hier nicht durch. Hä? Ja, ich hab's verstanden, aber das, du musst mich auch mal durchlassen. Toll, das Ding hat wahrscheinlich einen Autopiloten und musste mich hier absetzen. Vor allem ausgerechnet Ordis, ne? Er hat ja genervt. Er nervt viele, aber man kann ihm nicht vorhalten, dass er nicht loyal ist. Und jetzt versucht sogar er uns umzubringen. What? Jetzt muss ich auch noch gegen den Wind wehren. Gefällt mir nicht. Jetzt rutscht hier bloß nicht runter. Hier scheint jemand zu leben. Fragt sich, ist das gut oder schlecht? What happened to you? They gave up. You. You betrayed me, you infested piece of... Yes, do it. As I thought, the hard way then. So, the great Teshin is just a dog. Fetching the queen's stick wherever she throws it. I warned you. Now you're
trapped inside this place with the queens burrowing in. Now I am forced to undo what Margulis did, to open the gates and make you suffer. Was geht hier vor? Margulis lied to you, a lie of omission. She did not cure the Zeraman children. She erased them. My only hope is that truth still lingers inside you, buried within your mind. The power and the misery of the void. Haben die den Namen des Schiffes jetzt einfach geredconnt und nichts gesagt? Und jetzt kommt offenbar kein weiterer Dialog mehr davon. Keine Ahnung. Schade. The Ayatan sculptures are perpetually in motion. Monuments of Orican continuity. Immortality. But this one is halted and aging, needing you, as the queens do. Will you give in to them, or will you face the coil? Okay. Jetzt bin ich runtergefallen. I remember. Mother takes your hand and says there's been an accident. But don't worry, Angel, you're safe with me. Eyes are distant, unfocused. She's lying. Was? Vor allem war das eine gute Idee. Ich bin kein Experte, aber ich glaube, bei solchen Verletzungen lässt man zum Teil das Messer oder in dem Fall den Knochen oder den spitzen Gegenstand halt besser stecken. Hä? Was soll ich jetzt hier genau tun? Kommt es zu mir? Hä? Wie soll ich das denn machen? Ich kann irgendwie springen mit dem verletzten Bein, aber... ich verstehe hier gerade nicht, was ich tun soll. Das ist bestimmt irgendwas total Einfaches. Mit den Dingern kann ich nichts machen, ne? Damit auch nicht. Das Problem ist, sobald ich da runtergehe, kommt es sofort, oder? Oder muss ich durch die Mitte gehen?
Okay, nein, das bringt nichts. Hä, was soll ich denn machen? Oder muss ich... Moment, kann ich während der Cutscene irgendwas tun? Muss ich gleich ausprobieren, ob ich mich wehren kann. Nee, ich kann aber nichts tun. Aber ich kann auch keinen Zeitpunkt abwarten oder so, weil der kommt ja sofort. Warte. Ich glaube, ich hab's... So, geh schön weit weg. Linkes Schiff zum Joggen. Genau. Na klar, deshalb sind die Lichter da. Ah. Deshalb sind die Lichter da. Weil es wichtig ist. So, du fuckst jetzt einmal schön off. Bleib weg von mir. Gott verdammt, Teschen, auf welcher Seite bist du? What the f... Was? Das gefällt mir gerade nicht, wo die Triggerzonen sind, weil ich kann es nicht erkennen. Du siehst mich nicht. Du hast überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Nicht bewegen, nicht bewegen. Hau bloß ab. Ich will nicht, dass ich auf dich zulaufen muss. Hau einfach ab. Schön weit weg. Okay, jetzt muss ich es tun. Was? Ach komm. Jetzt sag nicht, dass ich es wieder vom komplett anfangen muss. Und dann heul ich. Ach, fuck off. So, das konnte man nicht besser lösen, oder? Da drüben soll, da möchte ich nicht, ich möchte nicht drauf zulaufen.
So. Du weißt nicht, wo ich bin. Du weißt nicht, wo ich bin. Du weißt nicht, wo ich bin. Ich kann nicht erkennen, ob da drüben, ob ich da, da komme ich nicht hin. So, die Distanz ist noch viel größer. Das da drüben ist nur noch größere Skelett, also da bin ich nicht sicher. Ich muss schon darüber. So, jetzt gucken, dass du möglichst weit weggehst. Wie weit wirst du weggehen? Nur bis da, das gefällt mir überhaupt nicht. Wenn sich den rechten Pfad nehmen kann. Bringt mir, glaube ich, auch nicht viel. Weil das Ding doch ruhig noch ein bisschen schneller wird, wenn ich auf dem Knochenhaufen da stehe. Ach komm schon, das hätte ich doch fast geschafft. Gottverdammte E, was tust du? Und natürlich muss ich jetzt wieder genau hier starten, weil Checkpoints wären ja sinnvoll gewesen. Hold left shift to jog. Ja, das bringt mir aber nichts. So, das Ding ist trotzdem schneller. Ich probiere es gleich mal, wenn das Ding ganz da hinten ist. Bestimmt ist das so ein Besiege deine Angst-Ding, wo du auf deinen Gegner zulaufen musst. Weil du halt nicht vor ihm weglaufen kannst. Fuck off. Be gone, evil spirit. So, das ist halt auch wirklich das Problem. Solche Sachen kannst du schlecht testen, weil dann die Tester, wenn es nur Entwickler sind, die wissen ja genau, wie der Pfad gelaufen werden muss. Ich denke, hier wäre es sinnvoll gewesen, sich. Na, Spieler konnten sie nicht wirklich nehmen, weil da das Risiko von Leaks halt zu groß ist. Aber halt irgendwie Leute, die sich diese Stelle noch nicht gesehen haben. Oh Gott, das hat echt funktioniert. So, wenn ich hier gleich verrecke, ne, dann heul ich. Weil das dauert jedes Mal mehrere Minuten, hier hinzukommen. Ich wollte mit dieser Quest heute nochmal fertig werden. Das heißt, wir können wieder. It lurks here,
Your only hope of surviving the Queens. Destroy this barrier and go deeper into your past. Sounds great, Teshin. Moment. The air was acrid and still. The biomes had been sabotaged. The food stocks dwindled. Paranoia gripped your father's mind. What was it he said as he stared out into the starless black? Something's out there, kiddo. Watching us. Aber das ist ziemlich cool. Ich hoffe, wir behalten das. Void Dash. What? Nice. And the world that watches and dreams, the void. Charge across the fold as you once did. Ja, ich muss nur gucken, welcher Zeitpunkt am besten ist. Okay, hier kann... Ist mir nicht voll. Was wolltest du mitbringen? Ich finde die Operator-Stimmen gerade ein bisschen leise. Ich kann das Ding aber auch nicht verletzen, ne? Ich muss darüber dashen und gleichzeitig... Geht das? They tore her apart. Void mode is nearly through. She knows what you did, giving her resolve. Now, you must master the fold. Walk upon its edge, concealing your movement within the shadows you create. Shadows I create. Another Teshin metaphor, right? Warte. So kann ich jetzt da drüber laufen. Ich muss gucken, wo ich aufladen kann. Naja, fast. Okay, wo sind die Lichter? Von hier aus kann ich nicht da drüben, ne?
Wundervoll. Die sind bestimmt 5 von den Dingern und ich kann gerade nicht sehen, wo ich als nächstes hin soll. Ich spiele seit über einer Stunde. Bitte nimm eine, mach eine Pause. Ja, nee. Irgendwie nicht. Nicht mitten in der großen Story-Quest, auf die ich ein Jahr gewartet habe. Ich muss irgendwie sehen, wo ich hin muss. Oh, das war nah. Das war echt nah dran. Das kriegen wir hin. Pass auf. Erst gehen wir darüber. Dann gehen wir hier rüber. Das war ein bisschen riskant, weil das Vieh so nah an mir ran war. Dann hier hin. I can hear them. The grown-ups are howling at the door, drowning mad in the void ocean. You are at ease swimming within the depths. You remember them. I held out hope we'd be rescued, so I avoided the bloodshed. I held out hope. Oh Gott. Ist das hier so ein Mass Effect Ding, so Paragon Renegade gerade? Ja, dafür muss er mal näher rankommen, oder? Was? Ja, dann mach doch mal. So, pass auf. Ich gehe in den Void-Modus. Stunne das Vieh. Oh Gott, was? Ich kann das Ding einfach steuern, das ist so gut gerade. Das ist gerade dezent cool. Kann ich das Ding zerstören? Was? Irgendwie verstehe ich die Steuerung von dem Vieh noch nicht. Warte, kann ich sprinten, während ich im Void-Modus bin? Das habe ich gerade irgendwie, glaube ich, nicht genutzt. Mach doch! Meine Fresse, dieser Void-Blast hat auch irgendwie überhaupt keine Reichweite.
Moment, ich muss auf, wie heißt es? Muss dieses Fadenkreuz voll sein, damit die Transparenz funktioniert? Was würde das erklären? Also ich hatte so eine Ahnung, dass Teshin, also dass Teshin Decksoldat ist, war gestern mehr so ein Gedanke unter der Dusche, aber dass er so ein, ich dachte eigentlich eher, dass er so ein, schon vorher halt die Tenno ausgebildet hat. Warte. So. Ich hasse es ja, wenn man nicht sicher ist, ob man da überhaupt drüber gehen kann oder ob da halt, ob da eine Wand ist. Ah!
Operator? Is that you? Your brain activity flatlined for a moment there. Can you speak? By stars, the operator's mind is destroyed. I'm fine. Just don't play any music. I need to think. Music? Operator, you are not making sense. The transference surge must have affected you as well. Try to rest while I begin repairs. This is odd. The circuits are dead, but I'm detecting transference energy. Coming from you? Oh Gott, wir brauchen das Ding nicht mehr, oder? Den einzigen Stuhl auf diesem Schiff. Von dem Ort, das immer behauptet hat, es gäbe keine. Aber haben wir gerade einen Zeitsprung gemacht? Da stelle ich mir ein bisschen OP vor, durch die Zeit reisen zu können. Careful, Operator. You'll damage the ship. Damage me. Moment. Hä? Also ich kann schon mal nicht mehr in den Void-Modus. Hallo? Oh, das macht die Tür auf. Amazing! How are you doing this? It is slightly terrifying, if I'm honest. Operator, my sensors have gone dark. Where are you? Oh, there you are. Impressive. Very useful. Ordis is a little afraid right now. Das ist ziemlich großartig. Operator, you'll breach the hull. Please restrain yourself. Have you lost your mind? No. But I've lost my warframe. And Teshin. What if the Queens know that he helped me escape? I have to go back. Impossible. Just as you thought, the base has moved again. We don't know where it is. There's no way back. My warframe. It's still there. Haven't you been listening? The transference system is fried. I don't need it anymore. Warte, ich habe ich. Ja, okay, das ist, war kein Zeitsprung. Operator, where are you going? Don't be. Sorry, Ordis. Das, warte, ist die Königin eine Schnecke? Aber die Lotus ist ein Ei, lässt Luck. Okay, gut. Oh, keine Sorge. Das kriegen wir irgendwie hin. Remember the mountain. Remember your new strength. Ja, wie kann ich. Ich kann aber nichts anderes benutzen. Oh! Ich kann wechseln! Was? Das ist gerade ziemlich nice. Hilfe! Ich verstehe gerade nicht, was ich tun soll.
Their weapons contain Huva. It protects them from your Warframe, but not from your Tenno powers. Ja, warum kann ich ihn da nicht verletzen? Tenno, remember the Golden Maw and how you brought it to here. Was? Hilfe! Tenno, remember the Golden Maw and how you brought it to heal. Ich verstehe es gerade nicht so richtig. And how you brought it to heal. No way, I'll fuck up. Na komm, übernimm ihn. You stunned the Guardian, Dash, to strike from within the void. Hä? Warte, ich glaube, ich hab's raus. Ich glaube, ich hab's raus. You stunned the Guardian, Dash, to strike from within the void. Aha. They're vulnerable. Attack. The red braids shield her. Destroy them. Shut up, you insolent Dax! Ich kann dem gerade nichts anhaben. Warte. Das kriegen wir hin. Ich weiß, wie es funktioniert. Was? Jetzt hör doch auf. Ein bisschen Selbstheilung wäre cool. Vor allem, weil ein Treffer auf meinen Warframe bereits... Warte, kann ich? Ja klar. Ja klar. So. Einmal. Wohin hatten wir noch Munition? Jetzt haben wir dieses Fadenkreuz in der Mitte, das irgendwie... Warum stehen die hier eigentlich so doof rum? Oh.
Mann, hör auf. Aha. Das müssen wir jetzt nur noch einmal wiederholen. Was machst du? So, das ist der letzte, oder? Nee, das ist der vorletzte. Mountain will surely die here. That child is alive. I can show you no mercy. Show me none in return. Yes, from the moment I began training you, I have anticipated this moment. You must not stop. Defeat me. You are a child. No longer. We are Orokin. We created you. We are your golden lords. Come out. What? Come out, little demon. Without her scepter, she is powerless. Break her shields and use your dash to steal it. You. Doch, ich glaube, ich krieg's hin. Sie ist clever. What are you waiting for, Dax? Oh Gott. No, I will do it. To your ship. I'll divert them. Go. Oh Gott, das war gerade so gut. Tenno, I've been trying to get through. Are you all right? Your transference stream seems different, stronger. We have neutralized the queens. Teshin. Teshin helped me. I'm heading to extraction now. The queens, they cut me off. I should have been there for you. I'll signal orders to pick you up right away. Moment. Ah, okay, jetzt verstehe ich den. Jetzt verstehe ich, warum die Änderung gemacht wurde. Fokus halten ist der normale Fokus und antippen ist halt
das hier? Kann ich das jetzt immer machen? So, das stelle ich mir für manche Stellen echt OP vor. Aber ich glaube, die Gegner, die wir gerade hatten, werden wir auch in normalen Missionen sehen. Und das wird... Oh Gott, das wird so nervig. Das wird so mega nervig, weil wir dann wirklich an zwei Fronten kämpfen. Rescued your Warframe. What a relief. But Ordis wonders, are you still able to walk the ship as yourself? Oh Gott, ich habe meine Waffen noch, das heißt, es ist nicht die normale Lisette. Impressive. Just think of the possibilities. You can help me clean up that infested door. Ach, jetzt wird die jetzt so. A mother wants to shield her child from the evils of the world. Margulis didn't lie to you. She protected you. But isn't it better that I know the truth? Wouldn't you want to know? Teshin said. Teshin thinks he knows better. Maybe he does. Maybe you needed to know to survive the Queens. That you are changed now. That's what you have to say. That I'm changed. What you did, you didn't have a choice. Tenno, you were only just a... Don't do that. Don't make excuses for me. What's this? An old war beacon? How exciting, Operator! You would want to investigate this. Oh, I'm sorry. Did I interrupt? Jetzt heiße ich aber plötzlich wieder Warframe. Und die infizierte Tür. Das Ding ist jetzt auch schon seit... Oh Gott, wie lange ist das Ding jetzt da? Das Ding ist jetzt schon so lange da. Und jetzt wird es auch mal erwähnt, dass sie da ist. Von Ordis. So, der eigentlich schon längst hätte sagen müssen, warum sind da Infizierte an meiner Tür. Warte. Von jetzt haben wir das Zepter, das heißt, Teshin muss uns gehorchen. Oh Gott, das ist gerade ziemlich cool. Komm. Kommt gleich wieder das Ding. Genau das Teil. Und ich muss auf die Seite, ne? Was? Hey,
You don't know what to do with it. Tell me. Some believe the Kuva within is the blood of Orokin ancestors. An elixir of power, of immortality. Others believe it to be a poison. A corrupting oil that brings madness and evil. What do you believe? I believe them both. But for you, Tenno, perhaps this Kuva is just a symbol that what you choose to do will define you more than anything. Oh Gott, das erinnert mich gerade an die Mass Effect Enden. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Okay, was? Gibt es jetzt unterschiedliche Enden? Okay. Aber das habe ich auch schon auf Twitter gesehen, dass das so eine komische Mod ist. Ich bin gespannt, was das ist. Das und was ist das hier? Grenier Queenscliff. Moment, das muss ich jetzt mal mir kurz... Ja, Ruhe. Das muss ich mir jetzt mal kurz angucken. Obvious. Splayed obvious this. Oh. Kuh, warte, was? Hätte ich das Ding gerade behalten sollen? Oder warte, das krieg ich wahrscheinlich von den neuen Gegnern, ne? Das andere ist das Zepter. Das habe ich. Das ist aber doch wie Broken War bei Second Dream. Das kriegen wir doch direkt, oder? Das ist nicht hier. Bin ich jetzt doof? Moment, wie hieß das Ding? Profil. Nee, wo ist es? Kommunikation, Inbox. Broken Scepter. Moment, dann ist es ja. Das bringt mir gerade überhaupt nichts. Broken what? Broken Scepter. Kriegen wir jetzt nach jeder Cinematic Quest eine Broken Waffe oder wie? Das wäre ein lustiger Trend. Was kann das Ding denn? 30% Statuschance. Ach du Scheiße. Und, warte, Angriffsgeschwindigkeit 1,25? Ich glaube, das ist das höchste... Obwohl, nee, oder? Nee. Warte. Ich meine, es gäbe welche, die werden schneller. Brand. Das Ding ist genauso schnell. Okay, dann. Okay, da habe ich mich ein bisschen zu früh gefreut. Ich würde sagen, das war's mit Warframe. The War Within. Ich bin gerade
Es ist nicht das, was ich erwartet hatte. Ich ging eigentlich wirklich davon aus, dass das so eine Geschichte wird, dass die Warframes rebellieren. Das könnte natürlich immer noch kommen, aber das war auch cool. So, wir wissen jetzt ein bisschen mehr über. So, vorher war es. Natar war über die Lotus, Second Dream war über den Stalker und jetzt wissen wir mehr über Teshin. Wobei ich dazu sagen muss, es gab auch diese lustige Theorie, dass Teshin und der Stalker die gleiche Person sind. Das hätte sogar jetzt sogar Sinn ergeben in dem Zusammenhang. Naja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Get Dax. Do you like Dax? Dax. What? Yeah, Dax. Dax. Do you like Dax? Oh, dogs. Sure. I like Dax. I like caravans more.